Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich auf der 1.16 versuchen möchte, mein Geld zu verdienen. Im Moment gibt es ja noch keine Währung, wie ich schon in meinem letzten Video erwähnt hatte, sondern es wird im Moment viel mit Dias gehandelt. Sprich, am besten, was viele jetzt machen, ist halt Mining, Strip Mining, kennt ihr sicherlich, Dias einfach suchen, mit einer Glücksspitzhacke abbauen und dann war es das, war ich meine Glücksspitzhacke. Das machen viele, aber ich versuche komplett was anderes. Und zwar, wie ihr schon seht, Zuckerrohrfarm erstmal und das für Villager. Aber jetzt habe ich noch was ganz Besonderes. Und zwar, das hat man vielleicht so auf Gipfel Games ja, bis jetzt eher weniger und selten gesehen, würde ich sagen. Wenn ihr den Titel lesen könnt, dann könnt ihr es euch eigentlich auch schon ahnen. Und zwar Slash Home. Ja. Wundert euch nicht wegen dem Home, ich bin ein bisschen bekloppt. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich einige Schafe aufgebaut, Leute. Einige Schafe. Und zwar, ich kann euch das mal erklären. Und zwar, die Schafe, wie ihr jetzt hier seht, gehe ich einfach durch, share die ganze Zeit. Bekommt einiges zusammen. Ich hatte noch ein bisschen was in meinem Inventar, aber ihr könnt euch ja selber denken, was da so bei rumkommt, wenn man hier einmal so durchgeht. Ich verrate euch jetzt aber natürlich nicht, wie ich die Schafe beibehalten habe. Trotz Mobby Mover. Manche, die vielleicht schon länger auf Gipfel Games spielen, können sich schon denken, oder jeder, der allgemein Minecraft spielt, der kann sich eigentlich auch schon denken. Und zwar will ich euch erstmal erklären, wie die Farm überhaupt funktioniert. Also, wir haben jetzt hier vier verschiedene Abteile. Bin bei einem Abteil, gehe ich immer so durch, und dann, wenn ich denke, es reicht, dass die Schafe nicht mehr genug Wolle haben, gehe ich zum nächsten Abteil. Und in der Zeit, wo ich die Abteile durchgehe, regenerieren sich die anderen Abteile und die Schafe kriegen dort wieder Wolle. Das heißt, ich kann das hier konstant durchziehen, wenn der Server mal nicht lenken würde. Ihr müsst wissen, das Video nehme ich jetzt gerade am 12.12. auf, wenn ich mir nicht erzähle. Und das kommt ja erst ein bisschen später raus. Bis dahin ist die Schafform, denke ich mal, schon längst wieder weg, weil ich alle Schafe umgebracht habe. Weil natürlich, dementsprechend, wenn man so viel Wolle hat, Leute, den kann man auch, würde ich sagen, in dem Preis festlegen. Weil wenn du jetzt, ich sag mal, 10 Doppelkisten an Wolle hast, was, denke ich mal, im Moment der größte Bestand ist, den habe ich jetzt zwar noch nicht, aber das könnte man heute erreichen. Ja. Gut, sieht man das jetzt halt. Naja, ist egal, dann wisst ihr jetzt halt, wie man die Farm macht. Einfach beim Mobby Mover weggehen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der Mobby Mover ehrlich gesagt kommt. Das ist mir ein bisschen neu. Aber, also der Mobby Mover kommt schon ein bisschen öfters, aber was ich gut finde, das, was sie jetzt gemacht haben, dass sie auch wieder den Mobby Mover oben angekündigt haben und nicht wie im Chat, da ist das früher immer ganz schnell untergegangen. Auf jeden Fall werde ich so versuchen, mein Geld zu verdienen, Leute, und halt wirklich eine Menge Wolle zu produzieren. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wo habe ich das ganze Weizen dafür? Einmal hier von der Farm und einmal als nächstes von verschiedenen Dörfern. Ich bin durch die ganze Welt gelatscht und habe durch Zufall immer mal wieder Dörfer gefunden und dann habe ich gesehen, ah, da sind ja Weizenblöcke und die habe ich einfach alle immer abgebaut und da ist einiges bei rumgekommen. Und deswegen kann ich meine Schafe auch so schnell vermehren. Also wenn ihr wirklich ein bisschen eine Menge Wolle haben wollt, dann macht eine Schaffarm, so wie ich das gemacht habe, Leute. Ich kann euch nicht sagen, dass sie unbedingt jemand abnehmen wird, die Wolle, aber im Moment ist ja Wolle, würde ich sagen, mit eins der Hauptgebrauchsgegenstände, weil man das ja braucht, um im Nether dieses, diese für die neue Rüstung, diese Barren da zu farmen. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, Leute. Wie gesagt, ich spiele noch nicht lange 1.16. Das ist, glaube ich, das erste Mal richtig, dass ich wirklich versuche, 1.16 zu spielen. Das ist wirklich, ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das alles richtig gut, auch von der Wirtschaft her. Man hat hier viele neue Potenzialmöglichkeiten, was das angeht. Man hat jetzt natürlich diese klassischen Farmdinger. Aber man kann zum Beispiel jetzt auch wieder Verzauberung und Tränke verkaufen, Leute, ja. Es gibt einen Verzauberungsshop. Habt ihr auch in der 1.8 jemals einen Verzauberungsshop gesehen, bevor, in der Zeit, wo es Dupacs gab? Ich glaube nicht, Leute, Verzauberung, das war so, leck mich am Arsch, Alter, jeder doppelkistenweise Haltbarkeitsbücher voll. Hier ist das jetzt aber nicht mehr so, ja. Hier muss man sich wirklich alles von Grund auf neu erfahren, was ich auch wirklich gut finde. Na, ich schweife jetzt schon wieder ein bisschen ab. Auf jeden Fall ist das die Hauptsache, mit der ich versuchen werde, Geld zu verdienen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine informative Video gefallen. Falls ihr noch mehr Fragen zu meiner Schaffarm habt, wie ich das gemacht habe oder sonstiges, oder falls ihr wollt, dass ich nochmal ein Video darüber mache, dann lasst einfach ein Like da und schreibt eure Fragen unten in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.